Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori Teil 1. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wochenende, viel Zeit zum Daddeln, ob wir hier durchkommen. Vielleicht ist das hier ja das Buch. Ja, aber irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Buch. John Christopher Stewart. Societas Scania. Die Katalognummer ist C4423-211. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechender aus. Also das ist das, was auch hier drin stand doch, oder? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Den Katalog durch... Da ist rot markiert... Nee, nicht rot markiert. John Christopher Stewart. Das sieht vielversprechend aus. Eine historische Abhandlung über verschiedene Sekten... Können wir das vielleicht kombinieren? Aha. Ja, das ist mit Sicherheit das Buch, von dem der Bibliothekar gesprochen hat. Ich sollte es ihm bringen. Das finde ich mal ein bisschen blöd, dass er es ihm nicht direkt dann geben konnte. Ist es das hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. In der Zwischenzeit könnte ich graue Haare kriegen. Bitte sehen Sie es sich genau an. Das hier müsste es sein. Hebräisch passt nicht so recht zu skandinavischen Ländern. Aber es ist dünn und eines der letzten, die im Katalog aufgenommen wurden. Zeigen Sie mal her. Sie scheinen recht zu haben. Aber erst lassen sagen, Sie sich nicht täuschen, mein Freund. Manchmal sind Antworten da versteckt, wo man es am wenigsten erwartet. Ich brauche jetzt etwas Zeit. Und vor allen Dingen Ruhe. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein dringender Telefonanruf. Ja? Vertraue mir, Lara. Du wirst von Max ein wahrhaft göttliches Geschenk bekommen. Die Büchse der Pandora ist im Augenblick noch geschlossen und du kannst den Schlüssel nicht finden, aber das wird sich schon bald ändern. Was wirst du mit dem Schlüssel tun, wenn es soweit ist? Wirst du ihn wegwerfen? Donnerstag früh, wir sind wieder in Frankreich. Verfluchte Büchse der Pandora. Ich habe die ganze Datenbank durchsucht, aber nichts gefunden. Vielleicht finde ich ja zu Hause in meinen Geschichtsbüchern einen Hinweis. Danach gehe ich am besten in den Museumsgarten, um mich ein wenig zu entspannen. Vielleicht hilft die frische Luft ja, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Okay, also ab nach Hause und Museumsgarten. Haben wir hier was Neues? Was ist das denn? Eine Nachricht? Warum sollte ich die nochmal... Ah, so, das war die Nachricht von Trevor, ne? Oder wie er hieß. Kurz vorher vielleicht nochmal lieber E-Mails reinschauen. Nichts Neues. Ah, okay, das sollten wir uns trotzdem mal durchlesen. Schlüsselwort Pandora-Experten, keine Einträge, okay. Auch keine Einträge. Dann ab nach Hause. Und danach in den Museumsgarten. Ui, hier haben wir die Haare ganz schön zerzaust. So, das Bücherregal war da hinten. Griechische Götter, Helden und Ungeheuer. Das habe ich geliebt, als ich ein kleines... Das kennen wir schon. Die Büchse der Pandora. Aha. Von dem griechischen Dichter Hesiod. Die Büchse wurde ursprünglich von Hephaistos geschaffen und Zeus machte sie Pandora zum Geschenk. In Wahrheit aber war sie ein Werkzeug zur Rache an den Menschen. Sobald aber Pandora trotz all der Warnungen des Prometheus und seines Bruders Epimetheus die Büchse öffnete, wurden Armut, Krankheit, Leid und alle anderen Übel der Welt entfesselt. Das Einzige, was in der Büchse blieb,
war die Hoffnung. Interessant. Die Büchse der Pandora soll Hephaistos Werk gewesen sein. Und der Mann, nach dem ich suche, hat irgendwie mit dieser Büchse zu tun. Das könnte eine Spur sein. Museumsgarten. Oh, das tut mir wirklich leid. Macht nichts, meine Liebe. Die kommen schon wieder zurück. Das hier ist jetzt ihr Zuhause und früher oder später kommt jeder dahin zurück. Und was ist mit Ihnen? Wie weit sind Sie denn von zu Hause weg? Warum setzen Sie sich denn nicht einen Augenblick zu mir? Sie haben es an meinem Akzent erraten, nicht wahr? Ja, ich bin weit von zu Hause weg. Sehr weit sogar. Na, sehen Sie? Jetzt haben Sie keine Angst mehr vor Ihnen. Die sehen jetzt, dass Sie mit mir hier sitzen. Und von wo kommen Sie? Ich bin in Russland aufgewachsen, in Petersburg. Und jetzt bin ich hier gestrandet. Im Hauptquartier der Interpol. Ah, dann sind Sie also eine Polizistin oder vielleicht sogar eine Inspektorin. Das muss sehr schwer sein für eine so junge Frau, weit weg von zu Hause. Sie denken, ich sei einsam? Wieso denn? Das bin ich ganz und gar nicht. Oh doch, Mädchen, das sind Sie. Wenn Sie es nicht wären, welchen Grund hätten Sie dann, hier im Park herumzuwandern und mit einem alten Mann zu plaudern? Sie sehen müde aus. Machen Sie sich Sorgen um etwas? Fällt das denn so sehr auf? Es ist nicht leicht, seine wahren Gefühle zu verbergen. Sie haben vermutlich recht. Ja, ich versuche, jemanden ausfindig zu machen, aber ich trete gerade auf der Stelle. Und warum suchen Sie nach ihm, wenn ich fragen darf? Wenn ich ihn nicht finde, könnte mein Freund in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ich suche nach jemandem, der sich selbst mit dem Symbol der Büchse der Pandora identifiziert. Würde das Ihrem Freund helfen? Wie symbolisch. Wussten Sie, dass noch eine Sache übrig war, nachdem alle Übel über der Welt daraus entfesselt waren? Nur eine einzige Sache. Die Hoffnung. Es ist zwar interessant, aber es hilft mir nicht sehr viel. Haben Sie denn sonst noch einen Rat? Geben Sie nicht auf. Hephaistos schmiedete die Büchse der Pandora für die Götter und er machte sich Hoffnungen. Er hoffte, er würde trotz seines körperlichen Gebrechens in den Kreis der Götter aufgenommen. Er hatte eine Körperbehinderung? Das wusste ich nicht. Das hilft mir bestimmt weiter. Sehen Sie, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Haben Sie vielen Dank. Der weiß eine ganz schöne Menge darüber. Interessant. Dann hat also Hephaistos die Büchse der Pandora gemacht. Trotz seiner Behinderung hat er versucht, den Göttern zu gefallen, indem er ihnen dieses vollendete Stück erschuf. Und trotzdem sahen sie auf ihn herab. Jetzt verstehe ich. Hephaistos war kein gewöhnlicher Schmied, er war ein Künstler. Darum habe ich seinen Namen nicht in der Datenbank gefunden. Er ist bis jetzt noch nie dazu angeheuert worden, Kunstwerke auf ihre Echtheit zu prüfen. Ich muss in der Datenbank nach Künstlern mit einer Körperbehinderung suchen. Siehst du, Lara? Jetzt hast du am Ende doch noch das Geheimnis der Büchse der Pandora entdeckt. Welchen Preis bist du bereit zu zahlen, um einen Blick hineinzuwerfen? Wenn mich mein sechster Sinn nicht täuscht, dann müsste ich die Büchse der Pandora jetzt finden. Interpol Straftäter Datenbank Suchergebnis. Abby John, Diaz Aurelio, Maya Helmut. Fangen wir mal mit dem an. Der guckt schon ziemlich finster. Männlich, 4. Juli 1976, geboren. 2 Jahre älter als ich. Northampton, England. Englisch. Verdachtsmomente: Art der Straftaten Kunstfälschung. Status von Gewahrsam. Aha, in Gewahrsam. Das kann also nicht sein.
Sohn eines bankrotten Geschäftsmannes und seiner Sekretärin. Beide Elternteile kamen beim Autounfall ums Leben, als Abby 12 Jahre alt war. Er verlor dabei seinen linken Arm. Anarchistische Umtriebe und Teilnahme an verbotenen Demonstrationen. 2004 bei dem Versuch verhaftet, mehrere gefälschte Kunstwerke zu verkaufen. Das kann er nicht sein, da er verhaftet wurde. Männlich, 63. Spricht mehrere Sprachen. Portugiesisch. Pseudonym Hephaestus, Hephesto. Bekannter Wort und Rue de Flores, Lissabon in Portugal. Hatte Vergehen, Hehlerei und Fälschung von Kunstwerken. Aktueller Status ungelöst. Das ist nicht schlecht, das könnte sein. Schwere angeborene Körperbehinderung. Talentierter Maler, der vom Fachexperten nicht anerkannt wird. Wegen eines Sexualstrafdelikts gezwungen, die Universität Faculdade de Belas Artes oder so ähnlich, Universität de Lissabon, zu verlassen. Im Jahr 2000 gefasst, als er während einer Razzia versuchte, versuchte eine seiner Fälschungen zu verkaufen. Die Kunstfälschung und die Hehlerei bei bis zu 6 anderen Kunstwerken konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Zu 16 Monaten ohne Bewährung verurteilt, nach 11 Monaten Haft in Lissabon wegen guter Führung entlassen. Das wäre ein möglicher Täter. Schauen wir uns nochmal den Deutschen hier an. Ja, der guckt schon böse. 42 geboren. Das ist aber dann ein älteres Foto. Letzte bekannte Adresse wurde zuletzt in Neuseeland gesehen. Hehlerei mit Kunstwerken auf der Flucht. Aha. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Als Sohn eines deutschen Offiziers und einer Bardame. Studierte an der Académie de la Grande Chamière in Frankreich. Seine Künstlerkarriere wurde durch eine fehlgeschlagene Rückgratoperation beendet. Verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Zurzeit gesucht wegen des Verkaufs illegal importierter Kunstwerke. Okay, der böse Deutsche. 42 geboren. Also ein zweiter Weltkriegskind. Und wenn wir jetzt hochrechnen, ich glaube, das Spiel kam 2008 raus, spielt also auch 2008. Dann wären wir bei 58 plus 8 sind 66 wäre dann jetzt. Okay. Vielleicht später. Was? Die Nachricht reicht ihm noch nicht. Es gibt keinen Grund. Vielleicht später. Es gibt keinen. Ich wüsste nicht, was ich jetzt. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Was war das hier? Ach, das war der Gaschromat. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Das hat mir nicht weitergeholfen. Vielleicht kann ich jetzt ausfindig machen, die Personen per Zentrale. Switchboard 302. Muriel ist nett, aber sie redet immer ein bisschen viel. Ich rufe sie lieber an, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat und ich wieder mehr Zeit habe. Im Moment brauche ich. Brauchst nichts. Solange der. Von der Technik auch nichts. Im Moment brauche ich. Und Labor. So, dann haben wir das auch schon mal abgeschickt. Im Moment brauche ich. Hätte ich da vielleicht noch was machen müssen? Haben wir noch irgendwelche Gegenstände, die wichtig sind? Kreditkarte? Der Schlüssel zu Lara Svetlovas gesamten Ersparnissen. Leider hat sie nicht sehr viele. Das ist ein neuer Gegenstand. Wen können wir denn noch anrufen? Dem habe ich wirklich... Der Ex-Freund ist hier egal. Im Moment habe ich... Aha, Max. Hallo Lara, wie geht es bei dir in Frankreich? Ich habe Neuigkeiten. Ich kann nichts machen, Max. Es gibt nicht einen einzigen Hinweis auf die Büchse der Pandora in der Datenbank. Ich muss zugeben, dass ich von der Büchse der Pandora auch noch nichts gehört habe. Könnte es sich da um jemand Neues handeln? Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja, und schon gar nicht bei einem so wertvollen Gemälde. Du hast recht, das ist Unsinn. Ich sage es ja nur ungern, aber diese Spur könnte sich auch im Sand verlaufen.
Und wie läuft es in Petersburg? Du wirst es nicht glauben, aber Ostankovic hat mich gerade gelobt. Ich habe in der Eremitage einen Kuckuck für ihn gefunden. Leider ist er mir davongeflogen. Ostankovic schafft das schon. Dann gehe ich also recht in der Annahme, dass er dich nicht mehr braucht? Leider nein. Sieht nicht so aus. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Bis bald. Genau. Genau. Also, so wie es aussieht, müssen wir doch nochmal hier an den Rechner ran. Wenn mich mein sechster Sinn nicht täuscht, dann müsste ich die Ja, du müsstest sie jetzt finden. Gab es denn hier irgendwas, was ich anklicken konnte? Auf der Flucht? Hehlerei? Ah, hier, wegen den zwei, das hätte ich anklicken können. Weil es ein Teil der griechischen Mythologie ist. Hephaistos und Heftos. Na bitte. Jetzt ist das Pseudonym Hephaistos genauso wenig geheimnisvoll wie die Büchse der Pandora. Das interessiert Ostankovic sicher brennend. Hephaistos. Auf Befehl des Zeus schuf Hephaistos Pandora, um die Menschen zu strafen, die von Prometheus das Feuer des Olymp stehlen ließen. Aus Neugier öffnete sie den Deckel der Büchse, die alles Übel enthielt. Und die Menschen, die bis zu diesem Augenblick in Frieden und Glück gelebt haben, versanken in Leid. Ja. Halt. Na bitte. Ja. Halt. Wenn mich mein... Jetzt sollten wir noch E-Mail schreiben können. Vielleicht später. Das bringt nichts. Wer braucht die? Na bitte. Jetzt ist das Pseudonym Hephaistos genauso wenig... Ostankovic, okay. Ich kann ihm auf jeden Fall nichts schreiben. Dann rufen wir da mal an. Was gibt's, Svetlova? Ich habe einen Fälscher in Portugal ausfindig gemacht. Sein Name ist Dias. Wenn jemand Gemälde verkauft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Käufer ihn kontaktiert, um die Echtheit prüfen zu lassen. Dias? Nie von ihm gehört. Aber jede Spur ist es wert, verfolgt zu werden. Finden Sie ihn und quetschen Sie ein paar Informationen aus ihm heraus. Und lassen Sie Ihre Marke besser zu Hause, ja? Was? Dann soll ich meine Sachen packen und nach Lissabon fliegen? Inoffiziell? Und womit sollte ich ihn denn unter Druck setzen? Sie kennen doch die Sorte. Der wird mir nichts erzählen. Und Marke oder keine Marke wird daran nichts ändern. Dahin zu fliegen wäre völlig sinnlos. Sie wissen ganz genau, dass man so nicht vorgeht. Hören Sie mir jetzt mal zu, Herr Dover. Wenn ich wissen will, wie die Interpol eine Untersuchung führt, dann frage ich Sie. Aber dieses Mal machen wir es auf meine Art. Und bevor Sie mir jetzt widersprechen, fragen Sie sich lieber zuerst, ob Sie Ihrem Freund Max nun helfen wollen oder nicht. Und so ganz im Vertrauen. Ich kann Ihrer Karriere auch sehr nützlich sein. Ich bin nicht Polizistin geworden, um... Genug jetzt. Ich habe Ihnen gerade angeboten, etwas für Ihre Karriere zu tun. Aber wenn wir dieses Gespräch hier fortführen, könnte ich es mir anders überlegen. Und dann würden wir stattdessen diskutieren, wie sehr eine Weigerung ihr schadet. Und wenn ich was herausfinde, dann war's das, ja? Sie lassen Max in Ruhe, ich fliege zurück und wir vergessen das Ganze. Natürlich. Wenn uns Ihr Mann zu dem Gemälde führt, dann kümmere ich mich um den Rest. Gut. Ich nehme mir frei und sobald ich etwas weiß, setze ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung. Hervorragend. Enttäuschen Sie mich nicht. Pass auf nach Portugal. Hörst du sie? Hörst du die traurige Musik? Das ist die Art traurige Musik, die Geschichten ohne Happy End begleitet. Geschichten wie deine. Willkommen in Lissabon, Lara. Willkommen in der Stadt der sieben Hügel. Also für Ruhe das Flores. Laut der Interpol-Datenbank wohnt Dias alias Hephaistos hier. Leider stand nicht dabei, in welcher Wohnung genau. Das muss ich allein herausfinden. Was er wohl für ein Gesicht macht, wenn ich ihn in die Mangel nehme. Das wird bestimmt keine sehr angenehme Begegnung. Also für ein Adventure finde ich es eigentlich ganz recht hübsch, besonders für 2008. Alles hier in 3D gehalten. Eine Bank mit einem wunderschönen Ausblick auf die Baustelle. Sehr romantisch. Ein Verrückter. Ein Verrückter.
Die Sorte, die mit Schildern herumwedelt und die Leute auf der Straße anschreit. Mhm. Ja, wir schauen uns gleich mal in Portugal um. Machen nochmal einen Break. Bis demnächst. Euer Chojin.